ihr Lieben, herzlich willkommen bei Beidewissen. Upsi, es fängt schon gut an. Also, ich wollte eh über diesen Schleim sprechen, also der super ist bei irgendwelchen Wunden und Rissen, aber jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Also, herzlich willkommen bei meinem YouTube-Channel bei Beidewissen. Also, heute geht es um ein Rosengewächs und das ist die Quitte oder Kitte oder wie auch immer. Ich nenne sie Quitte. Dieses wunderbare Rosengewächs ist eigentlich schon fast verschwunden. Wir kennen es nicht mehr, aber früher war das gang und gäbe. Man hat Quittenkäse daraus gemacht, hier, Sirup, Kompott etc., weil es super, super gesund ist. Natürlich voller Vitamin C, Kupfer, Eisen, Mangan, alles, was man haben möchte, um sie duftet herrlich und hat Härchen oben, was ich jetzt gerade ein bisschen spüre. Aber dazu komme ich später. Aber worüber ich heute sprechen möchte, sind die Kerne. Weil normalerweise, wenn wir Quittenkäse machen, der ist noch vom Feuer, aber super. Ich muss essen. Dann bleiben uns die Kerne übrig. Also, wir haben das Fruchtfleisch etc., aber die Kerne schmeißen wir weg. Nein, nein, nein. Es ist Herbst und es kommt der Winter. Und ein bisschen Schleim kann immer helfen. Auch in den trüben Tagen. Und jetzt sage ich euch, wie und warum. Also, was haben die Kerne oder was hat die Quitte? Irrsinnig viel Pektin. Ich habe jetzt gerade nicht irgendeinen Sprachfehler, sondern ich habe noch die Reste von Quittenkäse im Mund gehabt. So, aber jetzt ist es weg. Und was macht man mit den Kernen? Also ich habe zum Beispiel, ich trockne sie dann auf Vorrat, dass ich das den ganzen Jahr über aus Haaren einweichen kann. Und natürlich die frischen Kerne, wir nehmen sie hier. Das ist noch von gestern, das ist also seit 24 Stunden eingeweicht und das ist erst seit 6 Stunden im Kühlschrank. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist das Wunderbare, was passiert. Schaut her, ich greife jetzt mal so rein und dieses Gel. Also wir kennen schon von Leinsamen, was Gel alles bewirken kann. Aber dieses Gel ist nicht nur einfach ein Pektin-Gel. Pektin, übrigens zu Pektin muss ich etwas sagen. Pektin nimmt die Schadstoffe von der Haut und transportiert sie weg und ist entzündungshemmend. Wirklich fantastisch. Gegen spröde Haut, gegen Risse, aber auch so Sonnenbrand etc. Und wenn man Probleme hat, Popo dazwischen, super Gel. Ja, also ist wirklich sehr, sehr wirksam. Und dieses Gel von der Quitte, was hat sie? Vitamin C und B1, B2, B3 und B9. Also voller Vitamine. Und deswegen sollten wir dieses Gel für uns verwenden. Also, wir nehmen das zum Beispiel einfach auf die Haut. Einfach auf die Haut, wenn es gekühlt ist. Ups, es ist ja Gel. Also einfach auf die Haut schmieren. Bei Frauen zum Beispiel nach dem Stillen oder wenn die Brustwarzen zu wehtun, auch Gel einfach drauf. Und nach einem Sonnenbrand zum Beispiel, wenn man das im Kühlschrank hat und abseilt, einfach wunderbar auf die Haut. Schaut her, ich nehme jetzt mal das ganz Gelige. Oh. Man sieht es so und so. Ich schmiere meine Haut damit ein. Es ist, Leute, es ist voller Vitamin C. Und Vitamin B und gegen Falten, gegen Entzündungen, gegen Risse, gegen raue Haut. Es ist ein Wahnsinn. Und ich möchte euch noch was sagen. Es ist total interessant, weil wir glauben immer, reife Früchte sind voller Pektine. Nein! Das Spannende ist bei der Quitte, dass umso mehr Pektin drinnen ist, desto eigentlich unreifer die Frucht ist. So, und jetzt ein kurzer Nebensatz, falls irgendjemand mal gehört hat, Blausäure, was passiert mit den Kernen? Also erstens, Blausäure wird erst richtig aktiv, sage ich mal, wenn wir die Kerne zerbeißen oder zerschneiden. Ja? Das versuchen wir in diesem Fall nicht. Aber wenn es auch passiert, hey Leute, es geht um diese Menge, um Pektin, um diesen Schleim. Also, auch wenn wir es wollen, so leicht können wir weder uns noch irgendjemand anderen vergiften. Ja, also das ist mal eine Sache, so schnell geht das nicht. Also das ist ein Minimal von Blausäure drinnen, also da kann nichts passieren. Ja? Und vor allem, wir tun das auf die Haut, wir tun ja nicht die Kerne so
groß essen. Also, ihr Lieben, bitte entdeckt die Quitte wieder. Ja? Wir haben sie, sie ist heimisch. Es gibt über 200 Sorten. Ja? Und manche sagen so, oh, die kann man so roh nicht essen. Doch, es gibt welche, die man auch so essen kann. Natürlich gibt es welche, die extrem hart sind. Die musst du halt kochen dementsprechend. Aber tut es. Wirklich. Vitamin C, B1, B2, B3, B9 und Pektine. Also ihr Lieben, ran an die Quitte. Und nutzt es. Nutzt euren Schleim, der kann wirklich viel für uns tun. Und wenn euch das gefallen hat heute, was ich euch alles erzählt habe, und es gibt so viel Obst und Gemüse und Gewürze und etc., also es kommt noch alles auf meinem YouTube-Channel, dann abonniert mich, folgt mir auf YouTube, auf Instagram und dann bis zum nächsten Mal bei Davidson.